So, Philipp, ich bin jetzt zu Boden gegangen, ich bin schwer erledigt. Das ist so anstrengend, so ein Willi-Kurs, und ich bin jetzt noch nicht mal wirklich am Kipppunkt. Wie kommt man jetzt von der Fahrschule auf den Gedanken, einen Willi-Kurs anzubieten? Gestern war ja Supermoto schon Schräglage, es ist, macht alles sehr viel Sinn. Willi, wir wissen, nicht auf der öffentlichen Straße. War das deine eigene Leidenschaft und hast du die einfach auf andere Leute, willst du die übertragen? Ja, also dazwischen gibt es noch ein paar Schritte, und Willi-Kurs ist eigentlich der einzige Kurs, den niemand braucht, aber immer ausgebucht ist. Das ist das Witzige. Und bei mir kommt einfach die Leidenschaft, weil ich spiele unheimlich gern mit dem Motorrad, und das Willi-Fahren, das ist so die Königsdisziplin vom Motorradfahren. Wollte ich schon immer können, und als ich es konnte, haben mich viele Leute gefragt, gesagt, hey, mach doch mal einen Willi-Kurs und so. Und zuerst als Fahrlehrer, da sträubt man sich ein bisschen, aber dann, als die Hemmschwelle gefallen ist, kein Problem, geile Sache. Gehen wir es vielleicht noch einmal durch, nicht, dass du glaubst, ich hätte nicht aufgepasst, aber es waren so viele Eindrücke die letzten zwei Tage, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das heute begonnen hat. Was war der allererste Schritt, den wir heute gemacht haben? Der allererste Schritt war, dass wir geübt haben Stop and Go, das heißt, du machst mit der Hinterbremse, hältst du an, bis du komplett stillstehst, und dann machst du einen Gentleman-Start weg, ohne dass du das Vorderrad anhebst. Das ist die Grundvoraussetzung für alles Willi-Fahren. Ja. Ah, jetzt kann ich mich wieder erinnern, das habe ich halbwegs gekonnt, vom Rennfahren auch vom Starten, dass man einfach diesen Zug spürt, ja, wo habe ich so den maximalen Punch sozusagen, der natürlich nicht allzu groß ist. Und das hat mich extrem gewundert. Wie viel PS haben wir da in den Motorrädern? 7 PS, reicht völlig aus. Das ist ein Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Der Einzige, der es bei uns kann, ist der Arlo. Das ist so ein Enduro-Fahrer, der das hochreißt. Zweiter Schritt war dann, glaube ich, so im Stand hupfen oder sowas. Ja, es gibt dann noch einen zweiten Schritt, das heißt, du hältst an, Stop-and-Go-Übung, und dann lässt du die Kupplung progressiv kommen, relativ schnell, und hebst das Vorderrad einfach mal 15 cm an, aber aus dem Stillstand raus. Das sind die Stützen ganz unten. Wie viel Winkel geht sich da aus? Hast du das ausgemessen? Nein, ausgemessen habe ich es nicht. Aber du kannst, wenn du sie ganz hoch stellst, kommst du über den Kipppunkt, also wo du bereits mit der Bremse arbeiten musst, damit du wieder nach vorne kommst. Wir haben aber für den Kurs, stellen wir sie nie so hoch ein, weil es würde nichts bringen für uns. Dann haben wir auch etwas verinnerlicht im Stand, und zwar diese Hebelbedienung, dieses gleichzeitige Loslassen, Fußbremse, Kupplung, Gas, ne? Diese drei Sachen. Ja. Das Hinterradfahren ist Timing, das ist einfach wichtig, und du musst, wenn du anhältst, drückst du die Hinterradbremse. Und dann beim Losfahren ist wirklich Gas und Kupplung lösen. Das muss exakt im selben Timing kommen, damit das Motorrad wirklich abhebt. Und dann ist, wenn das Timing passt, kommt sofort. Wir sind dann trotzdem nicht gleich gefahren, sondern da waren die Beine dann immer unten. Und da war wichtig, dass man nicht hinten sitzt, weil sonst liegt man am Boden. Genau. Also ein häufiger Fehler beim Willi-Fahren, dass die Leute sich nach hinten setzen. Durch das verlieren sie die Kontrolle, sie haben kein Gefühl über das Motorrad, sondern wichtig ist eigentlich eher tendenziell etwas weiter vorne sitzen. Und bei der Übung, wo man die Beine am Boden lässt, sowieso, da sitzt man an der Grenze zwischen Tank und Sattel, um dann wirklich mal das Motorrad sich in die Hände kommen zu lassen. Du hast es gerade gesagt, in die Hände kommen lassen. Ich habe mir nämlich auch etwas angewöhnt. Ich habe immer das Motorrad so hergezogen, weil ich mir dachte, man kann nichts passieren. Ganz nah am Lenkkopf so, und dann bin ich so, und das hat auch dann auf den Fotos, die es noch gibt, von damals nicht optimal ausgeschaut. Wie ist jetzt diese ideale Sitzposition? Die ideale Sitzposition ist etwa die Arme etwa 90 Grad angewinkelt. So hast du Spielraum nach hinten und nach vorne mit dem Körper und kannst eigentlich ideal ausgleichen auf dem Motorrad. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss noch üben, hast du auch gesagt. Sucht euch irgendwo ein Privatgelände natürlich, keine öffentliche Straße, wo ihr das dann noch perfektioniert. Aber wo ist der Punkt, wo du sagst, so ab jetzt sozusagen bist du dir selbst überlassen, jetzt kannst du selber auf einen Parkplatz gehen und weitermachen? Du spürst eigentlich sofort, wenn du den Kipppunkt mal erlebt hast, du auch die Sicherheit an der Hinterbremse hast, das Motorrad wieder nach unten zu kriegen. Ich glaube, wenn du den Punkt hast, kannst du nachher an diesem Punkt spielen, einfach immer mit wenig Geschwindigkeit, und du wirst dich automatisch steigern und immer sicherer fühlen. Also auch bei mir zu Beginn, als ich das im Offroad-Gelände fahren, kannst du das unter Zug, Powerwheelie, aber dann wirklich das langsame Fahren ist einfach ein bisschen hartes Training, ist einfach üben, üben, üben. Was würdest du jetzt empfehlen? Welche Motorräder eignen sich besonders? Also grundsätzlich alles, was aus dem Supermoto- oder Offroad-Bereich kommt. Also sprich,
alles was Enduro so mit 450 Kubik ist, das eignet sich ideal zum Üben Hinterradfahren, weil da brauchst du nicht viel Gas dazu, die Übersetzung passt, wenn es mal hinfällt, da geht nicht viel kaputt. Das sind eigentlich ideale Motorräder. Lass die Finger weg von Motorrädern mit Verschalung, speziell Sportmotorrädern, Naked Bikes, weil die sind im ersten Gang lang übersetzt. Das wird immer schnell gefährlich. Es ist zwar einfacher, das Power Wheelie, aber wenn es dann schief geht, geht es eben richtig schief. Dann tut es weh. Das stimmt. Ich habe auch mit meinen Gaswheelies 100, 120 erreicht. Das Vorderrad steht dann schon. Dann gibt es dieses... keine gute Idee, das ist viel edler, das ist ja auch dann das Majestätische, finde ich, wenn man dann die gleiche Geschwindigkeit fährt. Könnt ihr nur da lernen, muss ich sagen. Ich habe es mir wie gesagt, man kann es sich so ein bisschen beibringen, aber da muss man schon sehr viel üben, glaube ich, dass man zu diesem Punkt kommt. Klassisch mit der Enduro auf der Wiese. So, wenn jetzt jemand buchen will, ich habe es vorher schon erwähnt, ihr seid extrem fix. Ich glaube, die Termine stehen für nächstes Jahr sogar schon ab September oder so. Genau, also Ende September sind die Kurse raus für 2018. Wir sind grundsätzlich sind wir nächstes Jahr in Ischgl, wir sind in Interlaken, wir sind in Zürich, wir sind in Savigny in der Westschweiz zu Hause. Es kommen immer mehr Standorte und ist alles online buchbar. www.manhard.ch, einfache Geschichte. Ja. Also ich kann es schwer empfehlen, und zwar nicht nur das Willi-Training, auch den Supermotokurs, den kann man natürlich auch im Winter absolvieren. Top geheizte Halle, super entlüftet, ja, echter Luxus, wie man es von der Schweiz halt kennt. Und auch das Schräglagentraining, also auch einer, der wie ich auf der Rennstrecke schon mit dem Ellbogen unten war. Ich habe gestern dann noch einige Dinge erkannt, die ich falsch mache, wo mich der Stefan darauf hingewiesen hat, oder der Urs, der zweite Kursleiter. Top-Programm, muss ich sagen, hochprofessionell. Ich finde es schade, dass die alten Damen in Ruhestand gehen. Finde ich wirklich schade. Das ist, glaube ich, weltweit einzigartig. Aber ich freue mich dann trotzdem schon auf die modernen Geräte. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Sehr gerne. Ja. Ja, sehen wir uns nächstes Jahr.